bessere Foto. Ja, wir wechseln. Reihenfolge. So, jetzt ist Kellis dran. Das ist jetzt doof. Zwei. Vier. Fünf. Sieben. Dann setzen wir das ein. So long. Oh, fast 300 Schaden. Nicht schlecht. Ah, Mann. Ich war doch schon auf einen Ausrüstungsgegenstand. Der. Genau, Angriffszunahme. Dankeschön. So. Moment. Die Combo habe ich gerade schon verhauen. Ich hätte 8, 6, 5, 4, 1 machen sollen. Ist leider nicht. Es ist nicht gelungen. So, da haben wir die andere Karte. Aber ich habe keine Verteidigungskarten. Muss er aushalten. Gerade er, der nichts hat. Und er wird vergiftet. Nee, doch nicht. Er greift dreimal an. Ohne seine Attacke. Das ist jetzt schlecht für ihn. Hier, jetzt. einmal heilen. Verteidigung, Zunahme. Ja. So. Und jetzt legen wir hier los. Zack. So. 5 Karten. Ich wollte gerade 6 Karten spielen. Die neue Attacke ist Feuerblitz. Ja, das ist definitiv instant downed. Das ist keine Frage. Schmetterlingsspange. Oh, eine bessere Verteidigung. Nehmen wir erstmal lieber das Foto mit. Ich Idiot, wie habe ich die. Ah, oh, Foto kann ich doch immer und immer wieder schießen. Nein! Ich bin so ein Volltrottel. Ich glaube, das würden auch die Leute in den Kommentar schreiben. Bist du doof? Wieso hast du die Karte nicht genommen? Kriegt man doch nie wieder. Komm her, du Vieh. Meinst du, ich habe Angst vor euch? Ich habe nichts gesagt. Wenn ihr zuerst angreift, ist scheiße. Okay, Foto. Jetzt ist eh zu spät. Kriegst du mal. What? Nochmal 7% Schaden auf den Gegner. Na gut, das hat leider nicht ausgereicht. Angreifen, angreifen. Das hat sogar ausgereicht. So, jetzt legt Kellis mal wieder los. Zack. Boom. Okay, die haben unheimlich viel Leben. Das war jetzt fies. Oh, was? Wasseraura Level 3? Hat sich schon wieder erhöht. Okay. Heilung. Ja. Würde ich sagen. Okay, ich Idiot, habe die Wasseraura, glaube ich, verkauft. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ist die Frage, ob ich die irgendwie wiederbekomme. Der lebt ja immer noch. Mist. Da, Wasseraura Level 3. Ich wusste gar nicht, dass das sich auch verändert. Schade. Dann fehlen uns ja noch dann Karten. Wieso hat das nicht gezählt? Frage ich mich gerade. Ah, komm. Schmeißt das raus.
So. Kriegst eine Wasserlanze ab. Meereslanze. Okay, Meereslanze. Entschuldigung. Ich habe mich an den Namen geirrt. Oh, das ist gut. Alles nur Schatten. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Was? Das Ding steht immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt übertreibe ich mal eine Runde. Kriegst du erstmal den Feuerblitz ab. Gut, das war jetzt nicht die beste Combo, aber immerhin, er ist down. Wir haben sie gerettet. Angriffskart brauche ich. You all right, Mayfi? Yes. Thanks for coming for me, Savina. What were you thinking coming up here all alone? Being a keeper, you should know how dangerous this place is. I'm sorry. Grandma got real sick. So I had to do something. I came up here to find a celestial flower bud to make it bloom somehow. I couldn't get too far on my own, though. Savina, I wish I was strong and brave like you. Don't be silly. Strong and brave like me? You've got quite an imagination. I'm not really so... Don't make too much of me. You need to believe in yourself, Mayfi, and live your life in your own way. So what's next? Is she going with us? Of course. We can't leave her alone here. Besides, when we get to the top, we'll be needing Mayfi's help. She's a keeper, you know. Will you help us, Mayfi? Sure. Thank you, Savina. Okay, jetzt geht sie mit uns. Aber sie wird natürlich nicht kämpfen. Bei der Sammlung wollte ich eben kurz was nachschauen. Und zwar bei den Wasseraura. Wo haben wir die denn? Genau, hier, Wasseraura 3. Ja, hätte ich die noch gehabt, dann hätten wir Lichtaura 2 und 3 vielleicht und Dunkle Aura 2 und 3, sowie Kronos Aura 3. Na, das ist doch ärgerlich. Ich Idiot hab die verkauft. Wir überspringen einfach mal Karten. Das ist auch gut. Es kann sein, dass ich eh nicht alle Karten finden werde. Gut. Ich glaube. Noch. Schaffen wir das überhaupt nach oben? I'll show no mercy. Okay, Kamera. I got you. Tja, bringt wohl nichts. Wir müssen das jetzt wohl einsetzen. You won't live to see the light of day. Extreme attack for Zanzo. The front, for some oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Bäh. Hör doch auf damit. Die greifen viel zu schnell an. Viel zu schnell. Das ist gut. Bist du vergiftet? Ja. Nein. Aber nee, das ist gut, weil kriege ich die Karten nicht. Dann werde ich die Karte los. Okay, du greifst normal an. Moment. Kriegst eine Angriffszunahme. Nein, ich spring dich nicht in die Luft. So, Angriffszunahme. Ich hätte eher Verteidigungszunahme nehmen sollen. Gut, alle haben die angegriffen, das finde ich sehr schön. Und jetzt geht's rund.
Nee, Licht. Nehmen wir das. Das müsste ausreichen. Jawohl. Sag mal, was haben die gegen ihn? Ach, da war... Die Lichtdinger sind also gegen... Giftresistenz. Gut, er setzt keine Giftattacke ein. Ich bin beruhigt. Jetzt kann's losgehen. 1, 3, 4. Nein, Mann, die ist zu schnell. Die ist mir einfach zu schnell. So schnell kann ich gar nicht die Karten ausrüsten. Oder aktivieren. So. Genau. So gemütlich muss es sein und nicht so wie. Da. Alter, wie Maschinengewehr. Das sieht immer voll aus. Bam, instant down. So, jetzt müsste das. Okay. Kellos. Sehr schön. Heilen wir eben kurz mal eine Runde. Glücksbananen plus den Fisch. Haben wir eben kurz mal hochgeheilt. Den Schaden, den er vorhin kassiert hat. So. Jupp. Mist. Ist doof gelaufen. Egal. Oh, verbrannt. Und vergiftet. Dann kriegt er nochmal mehr Schaden. Nehmen wir erstmal das. Ja. Perfekt. Das verhindert definitiv, dass ich vergiftet werde. In der Abwehr, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich treffe normal an, weil, wie gesagt, Licht und Schatten vertragen sich halt nicht. Das wäre fatal gewesen, wenn ich das eingesetzt hätte. Muss ich auch drauf achten. Another battle fought. Bitte, was? Ursa Major haben wir gerade bekommen. Und kriegen nochmal ein schickes Foto. Gut. Dann tauschen wir mal kurz die Reihenfolge. Barry geht wieder rein. Ja. Ich glaube, das passt. Ich glaube, wir kämpfen noch. Noch eine Runde. Und dann sollte es auch genügen. Was die Zeit angeht. Dann machen wir einfach hier in den Baum weiter. 7, 5, 1. Kriegen wir ein paar Bonus. Das interessiert mich nämlich auch. Wenn wir jetzt einfach mal unterbrechen, kriegen wir dann ein paar Bonus. Dann ist trotzdem alle dieselben. Wieso? Ich habe doch gewählt. Irgendwie war ich zu spät dran. Wenn ich vorzeitig unterbreche. Ich freue mich die ganze Zeit eigentlich schon. jo. Feuer. Machen wir das so. Lava-Peitsche. Und das war's für dich. 110 und einer. Oh, kriegen wir noch einen Magnonhorn. Sehr schön. Wir gehen jetzt nicht hoch, denn ich werde jetzt eben kurz hier noch einen Kampf bestreiten. Wenn es mal so kommt, genau. Alles gut, ein Dreierkampf. Yeah. Wir können zwar fliehen, aber tue ich nicht. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. So, Heilung. Sehr schön. Der vergiftet mich nicht. So, jetzt ist Risiko und richtige Wahl. Mann. Ja, wieder perfekt.
Was? Vergiftet mich trotzdem? Shit. Dann war es einfach nur die ganze Zeit Glück. Schade. Ich dachte, dass es doch resistent dann ist. Der lebt ja immer noch. Dann nehme ich was Neues. So. Dann versuche ich dich zu vergiften. Und das hat sogar funktioniert. Ja. War doch das Richtige. So, jetzt müsstest du noch angreifen. Ja, so, Verteidigungszunahme. Oh, das dröhnt schon auf den Ohren. Wenn man es ziemlich laut hat. So, Licht. Fangen wir mal an. Ja. Nochmal 6%. Und da fällt er schon tot um, weil wir ihn zugelabert haben. So, dann erledigen wir ihn kurz. So, haben wir ihn gerade aufgetaut. Angreifen, angreifen, angreifen. Sehr schön. Gelähmt. Durch den Essig, glaube ich. Vergift, gelähmt. Oh, die Gegner tun mir gerade voll leid. Moment. Blöd. Einmal kurz heilen. So, du kannst eh nichts machen. Du kriegst gleich was auf die Fresse mit dem Paddel. Gut, Schatten, Wasser, Schatten, Wasser, Schatten. Geile Kombo. Und die war gar nicht mal so schlecht. Muss man ihr lassen. Garnele, KP-Heilung 300. Wow, frisch und schmackhaft. Die große rote Garnele ist unter den Fischen als Rubin des Meeres bekannt. Sie ist gut, Seebrassen sollen aber besser schmecken. Okay, dann können wir mal gucken, wer die Karte gut brauchen kann als Heilung. Gib Barry, du kriegst auch mal mindestens eine Heilungskarte. Ja. Gut, das ist doch jetzt schon mal gut gelaufen. Hier oben ist eine Speicherblume, wie ich schon gesagt habe. Wachst das leider schon mit Button, Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wie es hier weitergeht, werdet ihr leider noch ein bisschen warten müssen. Ich hoffe mal, in der nächsten Aufnahme werden wir die Endmagnus kriegen. Beziehungsweise wissen, wer der nächste Wächter ist. Welches Element? Seid auf jeden Fall gespannt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Falls nicht, dann nicht. Müsst ihr entscheiden. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Also, bis dann.